Hallo, meine wundervollen Seelen. Herzlich willkommen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Herzlich willkommen zu meinem Muttertags-Special für euch heute. Aber für alle Frauen, egal ob du Mutter bist oder nicht, ich lege für euch heute das Herz. Und zwar mit dem Licht- und Schattendenormand aus dem Angelina Schulze Verlag. Und wir schauen mal rein. Also, ich wollte das eigentlich heute gar nicht drehen. Und bin auch eigentlich ziemlich im Stress, aber die Engel sagen, es muss sein, es ist eine Nachricht für euch. Eine Nachricht für euch alle, für ihr wundervollen Frauen. Und jetzt schauen wir mal rein, was will uns die geistige Welt denn heute unbedingt noch mitteilen? Wir haben die Fabrik, den Turm, den Mond, den Herrn. Wir haben den Bären, die Vögel, die Fische, den Berg und die Dame. Wir haben das Kreuz, den Herrn, wir haben die Ruten, den Reiter, das Schiff, die Störche, den Berg, den Baum und wir haben den Bauch. Oh Leute, ist das nicht wunderschön? Die Ringe. Das ist eure Nachricht für ihr wundervollen Frauen, für die Verbindung zu euch. Es geht hier nicht um eine zweite Person. Es geht um euch. Es geht um die Verbindung mit eurem inneren Kind, mit eurem Inneren, mit eurem höheren Selbst, wie immer ihr es nennen wollt. Gehen wir mal in die Deutung. Wir haben die Fabrik. Das ist die Arbeit, die harte Arbeit, die ihr jeden Tag nicht nur in eure Familien und in eure Arbeit steckt, sondern eben die euch an euch auch fehlt. Wir haben den Leuchtturm und wir haben das Kreuz. Der Leuchtturm steht dafür, dass ihr für andere ein Turm seid, ein Leuchtturm. Ihr gebt das Licht, ihr gebt aber auch die Sicherheit, dass hier ist euer Leuchtturm. Du kannst sicher zu mir kommen. Es passiert dir nichts. Wie ein Leuchtturm, der die Schiffe leiten soll, dass eben hier der richtige Weg ist. Und du bist der Leuchtturm für andere. Du bist aber auch das Karma für andere. Du bist das Karma für dein Gegenüber, für die Menschen, die dir begegnen, die dir nachts begegnen, die dir aber auch, für den du der Mond bist. Ihr wisst ganz genau, die weibliche Energie ist die Mondenergie, die männliche Energie ist die Sonnenenergie. Die weibliche Energie ist die Passivität, die männliche Energie ist die Aktivität. Beides ist wichtig. Das Zuhören ist genauso wichtig wie das aktive Tun. Und du bist jemand, der zuhört, der deinem Gegenüber zuhört, der den Menschen zuhört, die ihm begegnen. Aber du sprichst auch aktiv mit ihnen. Du gibst Ratschläge und du bist auch jemand, der die Wahrheit ausspricht, der ehrlich sagt, wenn hier jemand kommt und sagt, ich brauche jemand, der die Wahrheit sagt. Du bist eine alte Seele, die immer und immer wieder in Bewegung ist, die immer wieder zurückgeht, die immer wieder in die Gespräche geht, die sich so manches Mal selbst verliert. Dieser Reiter geht in dieses Herz, dieser Reiter geht nicht in die Verbindung zu dir. Wir haben die Vögel und wir haben das Schiff. Die Vögel sind in der Luft unterwegs und das Schiff ist auf dem Wasser unterwegs. Der Reiter ist am Land unterwegs. Das hier sagt ganz klar, du bist unterwegs. Du bist ständig in Bewegung und du bist immer und immer wieder, wenn jemand ruft, wenn hier jemand ruft und sagt, ich brauche dich, dann bist du auf tosendem Gewässer unterwegs zu dieser Person, um zu helfen.
um dein Rat anzubieten, um zuzuhören, um das Alte anzusehen und das Neue in Bewegung zu bringen. Wir haben mit den Schiffen das ganz tiefe unten und wir haben mit den Störchen das ganz hohe oben. Also das ganz hohe oben, wie das, was ist das wieder für ein Satz? Ich will nur damit sagen, dass es von der Tiefe bis ganz nach oben geht, dass du ein weiser, ein guter Freund bist, der etwas in Fluss bringen kannst, ohne dass man es sehen muss. Wenn du in die Tiefe gehst, in das Meertief gehst, wird es immer dunkler. Die Fische, die stoßen nirgendwo an, weil sie den Weg fühlen, weil sie wissen, welchen Weg sie einschlagen sollen. Und das bist du für andere. Du bist aber auch für andere die Person, die hier immer in seinem Leben bleibt. Egal, ob das dein Kind ist, dein Partner, deine Mutter, dein Arbeitskollege. Vielleicht hast du Arbeitskollegen, die du vor 30 Jahren, mit denen du zusammengearbeitet hast und schon lange nicht mehr und der Kontakt besteht trotzdem noch. Und dann haben wir hier die Blockade, der Berg. Du bist, und ich möchte es ganz deutlich zeigen, wir haben hier den Berg mit dem Gipfel, mit der Gipfelfahne, mit dem Gipfelkreuz. Du bist, du zeigst, wie der Leuchtturm anderen den Weg, den sie jetzt hier gehen können. Du zeigst anderen, welchen Weg sie einschlagen können, welcher Weg der richtige ist oder eben auch der falsche. Ich habe hier ganz deutlich, dass du nicht sagst, hier du, das darfst du nicht oder geh nur rechts oder links. Nein, du zeigst auf, wenn du den Weg gehst, passiert das. Und wenn du den Weg gehst, passiert das. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Und du zeigst das öffentlich, du machst die Wege öffentlich, du machst die Blockaden öffentlich. Manchmal steht man vor einem, wie sagt man so schön, vor einem Wald und sieht die Bäume nicht. Manchmal steht man vor einem Berg und sieht die Blockade nicht. Und dann bist du diejenige, die das hier öffentlich zeigt. Und jetzt komme ich zu dir. Du darfst dich so annehmen, wie du bist. Du darfst heilen in deinem tiefen Inneren. Du darfst deine Wurzeln spüren, in die Heilung bringen. Du darfst das Wachstum sein für andere, aber auch für dich. Und vielleicht ist es auch so, und das kommt mir hier ganz deutlich rein, ist heute der Tag von deinem restlichen Leben. Und du veränderst etwas und du bringst etwas heute mit der Geburt eines neuen Kindes, ist immer, du bringst eine neue, du bringst etwas, ich weiß gar nicht, mir fehlen die Worte, du hast etwas verstanden und du bringst es heute in die Geburt. Und das ist das so, dass es um dich gehen darf. Dass du es wert bist, dass es um dich gehen darf. Und dass du dein Inneres genauso pflegen kannst, wie die, um die du dich kümmerst, denen du zuhörst und für die du da bist, mit denen du sprichst. Und dein inneres Kind, dein höheres Selbst will auch mit dir sprechen. Und du schließt heute einen Vertrag. Das ist das Neue, was hier in deinem Leben ist. Du schließt einen Vertrag mit dir. Du sagst, dass du dich mehr um dich kümmerst. Und das, meine Liebe, und es geht heute nur an die Frauen, ist deine Nachricht an dich. Und diese Nachricht bewegt etwas in dir. Schaut mal, so ist die Karte gerade, aber der Brief ist schief. Und ich habe es aber so gelegt. So ist die Karte in Schieflage, aber der Brief ist gerade. Und das ist die Nachricht, die jetzt hier etwas in dir bewegt und in dir in Bewegung bringt. Meine wundervollen Frauen, ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Habt einen ganz tollen Tag, egal ob ihr Mutter seid oder nicht. Ich wünsche euch, dass ihr das Innere in euch wiederfindet und dass ihr heute den ersten Tag startet, um etwas Neues zu starten.
Ich habe Probleme, diese Karte auszudrücken, aber das liegt nicht an mir, ihr Lieben, das liegt an euch, weil eure Energie noch nicht so weit ist. Habt einen schönen Sonntag. Macht's gut. Ciao.